Hallo Leute, Darzahn0054 mit Let's Play Soma. Ja, nachdem wir in der letzten Folge im Standort Alpha waren und Simon leider seinen Arm verloren hat, um die Wau zu töten, sind wir nun unglaublicherweise in Vieh angelangt und wollen jetzt mal probieren, die Arche zu finden und die in den Weltraum zu schießen. Hey, da hängt's was. Alright, found the Ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the Ark into a shell. Ja. Okay. Also ist hier durch die Tür angekommen. Scheint ja alles soweit automatisch und gut funktioniert zu haben. Dann schauen wir einfach mal weiter. Gut, können wir hier eigentlich soweit offen lassen, ne? Wenn ich nicht feststecken würde, wäre das alles supi. Okay, hier haben wir jetzt die Heilung mitgenommen. Da können wir sowieso nichts mehr machen, weil das Schloss defekt ist. So, wo müssen wir jetzt hin? Da rein oder... Moment. Hier hatte ich den Akkupack geholt, richtig. Das heißt, das können wir dann vergessen. Dann müssen wir bestimmt hier rein. Ich kann doch rennen, beziehungsweise Simon kann mit der doch relativ zügig laufen. Okay. Oh. Gut. Ah, das schaut doch schon mal sehr, sehr gut aus. Gut. Aber wir haben hier keinen Strom. Das heißt, brauchen wir ja auch irgendwo eine Battery dazu? Möglicherweise. Ich hol die mal. Die brauchen wir da hinten sowieso nicht mehr. Das hat sich erledigt. Die Tür ist ja schließlich offen. Ich meine, jetzt ist da drin das Licht aus, aber die Tür ist ja immer noch geöffnet. So. Jetzt einmal hier rein. So, wo muss der Akku jetzt rein? Okay. Döpede. Höpede. Okay. Ah, da haben wir doch was. Okay. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Da fährt auf jeden Fall was hoch. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something! I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Alter Falter, die haben die Alte gekillt. Nur weil sie die Eiche starten wollte, haben sie sie gekillt. Wahnsinn. Ja gut, aber wir müssen das Ding starten, denn hier unten bringt es auch nichts. Die Akkus werden irgendwann erschöpft sein. Und wenn die Station zugrunde geht, dann ist das Ding verloren. Deswegen lieber in Weltall und mit den Sonnensegeln könnte es dann vielleicht noch was werden. Schauen wir mal. Okay. How did she die?
You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching a bomb. Thought it might not make it through the atmosphere. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Combat gun that will add to the gun. Okay. Ja, supi. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Tja. Aber es ist schon irgendwie komisch, ja. Da wollen sie den Start verhindern und killen sie dabei. Meine Herren. Wahnsinn. Na gut. Dann haben sie sie zurück nach Tau geschafft. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There were some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Okay. Gut. Dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Hier haben wir ja soweit alles vorbereitet oder alles beziehungsweise abgeschlossen. Dann sollte es eigentlich jetzt hier weitergehen. Schauen wir mal, es geht wieder in die Außenwelt. Ich hoffe, dass das alles gut geht. So, der Druck schaut doch gut aus. Mach das die Tür auf. Ich will raus. Danke. Okay. So, schauen wir doch mal, was hier abgeht. Das sieht sehr... Boah. Das also ist die Omega-Weltraumkanone. Meine Herren. Das geht ab. Die kommt dann oben bei der Omega-Weltraum-Plattform raus. Unglaublich, unglaublich. Okay. Gut, wir können es hier einsetzen, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal noch weiter. Schauen uns das vielleicht nochmal kurz aus der Nähe hier an. Viel wird es nicht zu sehen geben, aber... Aha, da unten ist das Geschoss soweit. Gut. Und hier haben wir die Kanone. Das muss ja übel sein, wenn das Ding da hochgeschossen wird. Aus dem Abgrund rauf zur Omega-Plattform. Na, okay. Dann starten wir die ganze Problematik. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Good. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullets in a second. Schauen wir noch mal, ob wir das hinbringen. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Ah ja. Gut, ja. Man sieht schon hier, wir haben jetzt hier einen Kran. Und, ja, wir können den halt bedienen hier mit dem Fadenkreuz. Sollten wir den natürlich auf unser Zielobjekt lenken. Und dann durch Klick das ganze Ding aufnehmen. Und, ja, dann wird es rübergenommen und eingesetzt. Im Normalfall... Oder muss es hier unten rein? Nee. Ah ja, okay. Gut. Geschoss ist drin.
go. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Wollen wir es probieren? Ich würde sagen, es kann losgehen. Auf, auf. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Ist doch selbstverständlich. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Okay. Catherine ist schon mal drin in der Eiche. 10 seconds. Nine. Aber Simon fehlt noch. 8. 7. 6. You gotta be kidding me! 5. 4. 3. Come on, load! 2. Yeah! Yes! Fuck yeah! We made it! Woo! Oh boy. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks. But our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No, 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 no. Fuck this. Fuck. Fuck this. Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you! I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! You fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Tja, er hat es leider immer noch nicht kapiert, wie das Ganze funktioniert, der gute Simon. Aber, ja, da kommen die Credits, aber wir werden dann noch eine kleine Passage zum Spielen kriegen. Tja, die beiden haben es wirklich geschafft, die Eiche ist gestartet, sie wurden kopiert in die Eiche, das hat alles gerade noch so hingehauen, aber der Simon wird jetzt in Vieh leider sterben, früher oder später. Denn, tja, eine andere Möglichkeit gibt es halt leider nicht. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall soweit geschafft und das ist doch schon mal sehr, sehr viel wert. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es in der Eiche ausschaut, denn das werden wir auch noch sehen, jetzt dann gleich. Und, tja, dann gebe ich noch ein kurzes Fazit zum Ganzen ab. Und ja, dann ist dieses Let's Play auch schon wieder vorbei, leider. War aber echt ein schönes Spiel, muss ich echt sagen. Das hat schon was, also es ist echt so. Aber gut, gucken wir uns noch kurz die Credits an und dann geht's weiter. Ja, Frictioner Games sind ja ein Programmiererteam aus, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Schweden oder Norwegen, Finnland, irgend sowas, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall irgendwo aus Skandinavien. Und
ja, relativ kleines Team, aber dafür ist es ein wirklich schönes Spiel geworden, meine Herren. Da geht schon wegen was. Oh, die ganzen Beta-Teste. Okay. Ja. Ich habe dann auch noch eine kleine Info. Eine kleine versteckte Geschichte. Aber das dazu dann später noch mehr. Ja, gut, das sollen die Credits soweit gewesen sein. Jetzt sind wir mal gespannt, was noch kommen wird. Simon hat sich anscheinend gerade noch erinnert. Okay. Hey, wir sind wieder menschlich. Simon. Is this? Did it work? Ja. Wir sind in der Eiche. Man mag es kaum glauben, aber wir leben. Zumindest die Kopie von Simon. Und das sieht hier sehr, sehr schön aus. Und wir werden gleich sehen, wie schön es ist. Auch wenn das hier alles nicht Wirklichkeit ist. Die Leute, die da drin sind, die wissen es ja nicht. Zumindest nicht unbedingt. Deswegen, ja. Man hat ja schon auf einigen Bildern gesehen, dass diese virtuelle Welt sehr echt und sehr schön aussieht. Und es ist halt echt so. Es ist wie ein Traum. Und, tja. Schauen wir einfach mal, was wir hier noch so haben oder sehen können. Ich glaube, allzu viel gibt es gar nicht zu sehen. Wir können auf jeden Fall auch hier drüber jumpen und uns alles noch ein bisschen angucken. Das nach dieser ganzen Kacke, so eine schöne Belohnung. Das haben wir uns wirklich redlich verdient. Das ist echt so. Okay. Hey, noch ein letztes Terminal. Kalibrierungsvermessung V03. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Eiche geschafft. Diese Umfrage soll die Entwicklungen und so weiter. Ja, wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal. Den psychischen Zustand auch so wie. Würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal. Der neue Zustand, der ist Subi. Und, nö, ist doch egal. Auch wenn wir nicht rein menschlich sind, haben wir es zumindest geschafft und leben irgendwie weiter. Neue Existenz. Ja, die direkte Fortsetzung natürlich. Lebenswertes Leben. Ja, klar. Auf jeden Fall besser wieder unten in Peters 2. Möchten Sie aus dem Projekt entfernt werden? Nö. Und das war's. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Was es hier noch so zu sehen gibt. Flashlight haben wir nicht mehr. Aber die brauchen wir auch nicht mehr. Inventar ist leer. Ganz klar. Okay. Schöne gemischte Laubwald hier. Sieht an sich echt nicht schlecht aus. Okay. Ah, Blumen. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gesehen, meine Herren. Sorry, Leute. Ich muss den kleinen Cut machen wegen Schnäuzen und so. Bin leider etwas erkältet. Na gut. Schauen wir weiter. Catherine? Catherine! Und da haben wir eine Stadt. Oh, schön. Tja, diese Screens hat man ja schon andeutungsweise mal gesehen. Und, tja. Catherine! Simon! I can't believe we actually made it. Ja, und jetzt kommt das böse Erwachen. I'm so relieved. Das ist jetzt das beste Bild. Everything's all right now. Bestes Bild ever. Oder beste Sequenz vielmehr. Da haben wir unsere Rakete, unseren Satelliten. Wo die Eiche drin ist mit den Sonnensegeln.
und die Erde. Ich glaube, das sagt alles. Der Komet hat echt alles zerstört. Das Ding ist hinüber. Die Erde, die ist echt hinüber. Aber die Menschen werden in der virtuellen Realität weiterleben. So lange, wie die Sonne scheint, sollte das klappen. Ist das das Ende? Wir werden das erleben. Hoffe ich. Ja. Und da kommen wir zurück zum Homescreen. Ja. Das war Soma von Frictional Games. Einem ziemlich aktuellen Spiel. Erschienen im Oktober 2015. Und ja, wie die meisten vielleicht wissen, bin ich ein ziemlicher Fan von Frictional Games. Auf meinem Kanal schon die Penumbra-Reihe gespielt, die zwei Teile und das Add-on. Und jetzt Soma. Und es wird auf jeden Fall noch kommen Amnesia, The Dark Descent, aber natürlich jetzt nicht gleich, sondern irgendwann mal, aber es kommt auf jeden Fall. Und das ist auch ein sehr klasse Spiel. Ist meiner Meinung nach noch etwas gruseliger wie Soma. Und es gibt auch wesentlich mehr zu sehen, zu lesen, zu entdecken, Sachen, die man mitnehmen kann. Aber Soma ist auf jeden Fall auch ein klasse Spiel, hat sehr, sehr gutes Feedback, sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Eines der besten Spiele und auch doch ja, relativ lang. Erschienen für PC und mittlerweile gibt es auch, glaube ich, das Ding für die PlayStation 4. Und ja, was soll man sagen? Die Story, ja, man erfährt erst nicht, was so richtig los ist, wacht auf und muss gucken, was abgeht, sieht dann überall, laufen Monster rum und ja. Aber unsere Mission ist klar und wir haben es geschafft. Und was mit der Erde passiert ist nach dem Kometeneinschlag, haben wir jetzt auch gerade gesehen. Und ich muss es jetzt ganz mal ehrlich so sagen, dieses Spiel ist gar nicht mal so sehr Science Fiction. Das könnte alles mal echt passieren und das könnte der Menschheit irgendwann vielleicht auch mal bevorstehen, solche Szenarien. Ob es dann irgendwo im Ozean eine Station namens Peters 2 gibt, die uns retten kann, ich habe keine Ahnung. Hoffen wir mal das Beste, dass es in den nächsten Jahren nicht passiert, so ein Kometeneinschlag. Aber hier ist es passiert und anscheinend sind auch durch irgendwelches Material, was durch den Kometen auf die Erde kam, hat sich die WoW, die künstliche Intelligenz, so verändert, dass sie versucht hat, alles im Leben zu erhalten und dadurch wurden diese grausamen Monster erschaffen, die nur darauf aus sind, alles und jeden zu jagen. Naja. Ja, schönes Spiel, schöne Story, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch beim ersten Mal, wo ich es durchgespielt habe. Jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem zweiten Mal durchspielen, habe ich die Story und die ganzen Geschehnisse noch besser begriffen, den Zusammenhang, was die Charaktere bzw. was Simon eigentlich für eine Rolle spielt bzw. wie er oder warum er überhaupt in Peters 2 aufwacht in diesem Körper, habe ich leider immer noch nicht so ganz kapiert, aber irgendwie geht das, glaube ich, aus der Story auch nicht so richtig hervor. Vielleicht war es nur Zufall, aber vielleicht hat die WoW auch irgendwas getrickst. Ich habe keine Ahnung. Naja. Ja, eine Sache noch. Es gibt im Installationsordner eine Datei namens untersuchsupersecret.rar. Ich werde euch in die Beschreibung den Link zur Homepage bzw. das Passwort mit reinsetzen. Und zwar ist es so, man kann in verschiedenen Orten in Peters 2 Geheimnisse entdecken mit Bruchteilen eines Codes,
also eines Passworts, das man für diesen Ordner braucht. Und wenn man alle Geheimnisse findet, kann man das eben in diesen Ordner in Windows eingeben und kommt dann in den Ordner rein. Da sind Entwicklungsdokumente drin, frühe Zeichnungen, Entwicklungs-Word-Dokumente, kleine Filmchen und so weiter, Musik, die in der Alpha- und Beta-Phase verwendet wurden. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Wie gesagt, ich verlinke auch nochmal das Wiki bzw. die Infos, wo die Codes oder die Bruchteile der Codes zu finden sind. Wenn ihr selber gerne auf die Suche gehen wollt, könnt ihr das machen, aber der Code ist da auch mit dabei, also man kann es auch direkt eingeben. Ist eine ganz nette Sache, habe ich mir auch mal angeschaut, die Entwicklung eines Spiels so zu sehen, beziehungsweise auch etliche, ja, Schauplätze, die jetzt in der Vollversion gar nicht umgesetzt wurden, sieht man dort und es ist doch eigentlich recht interessant, muss man echt so sagen. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei Frictional Games für dieses grandiose Survival-Horror-Spiel, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn die Monster teilweise doch mir ein bisschen Angst gemacht haben, aber wie gesagt, das ist in Amnesia teilweise noch kritischer. Vor allem, weil man sich genau wie hier dort auch nicht wehren kann, aber das kennen wir bereits aus dem zweiten Teil von Penumbra, Black Black. Man hat keine Waffen mehr und kann da leider nichts machen. Ja, ich bedanke mich jetzt schon zum zweiten Mal, wünsche euch alles Gute und würde mich freuen, wenn ihr bei neuen Projekten, bei allen Projekten vorbeischaut und genug Material ist vorhanden. Und würde dann sagen, wir sehen uns bei einem neuen Projekt. Ich bin der Azazel05, bis dann und ciao, ciao.